Moin Leute, was geht? Ich genieße hier zusammen mit meiner fahrbaren Toilette den Sonnenuntergang. Haben einen schönen Moment hier zu zweit. Das klingt ein wenig bemitleidenswert. Ist es auch. Aber heute geht es um ein besonderes Thema. Und zwar ist das wie in jeder echten Beziehung. Wenn es Probleme gibt, dann muss man die ansprechen. Heute geht es um die Dinge, die ich an meinem Z4 nicht mag. Wie gesagt, das ist wie im echten Leben. Probleme werden angesprochen. Das heißt, mein Z4 hat ein paar Probleme. Ich bin perfekt. Alles wie üblich. Fangen wir mal an. Punkt 1, die Lenkung. Die Lenkung ist unheimlich indirekt. Ich weiß nicht, was die Ingenieure von BMW da gemacht haben. Das Z4 M Coupé soll eine bessere Lenkung haben. Allerdings ist die wirklich sehr, sehr, sehr indirekt. Erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit habe ich dann die Lenkimpulse, die direkt umgesetzt werden vom Fahrzeug. Wenn dann noch die Weichen, die Wankbewegung vom weichen Fahrwerk dazukommen, dann, ach, ganz ehrlich, dann lass es einfach mit dem Lenken. Bringt eh nichts. Punkt 2. Das Ding hier wird als sportliches Coupé verkauft, oder ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es ein Sportwagen ist. Wo bleibt die Differentialsperre? Das M-Coupé hat wieder eine, aber das Auto ist doch auch noch immer, das ist ein reinrassiges Coupé, was... Das war ein Unfall. Der hat ganz andere Probleme. Okay, zurück zum Thema. Eine Sperre nachzurüsten kostet ein Schweinegeld. Nächster Punkt. Wir haben hier noch immer einen Sportwagen und ich kenne meine Öltemperatur nicht. Wie kann das sein? Ich meine, der Ölsensor ist da, die ganzen Werte sind da, die Parameter werden ausgelesen, gehen ans Steuergerät und so weiter. Wo ist das Problem, den Fahrer wissen zu lassen, wann das Öl warm ist und wie warm es wird? Das ist eine Sache von... Das verstehe ich wirklich nicht. Wie könnt ihr denn einen Sportwagen verkaufen und eines der wichtigsten Parameter, die man als Fahrer braucht, einfach weglassen? Ich meine, das ist doch... Ne? Letzter Punkt. Ab Werk ist das kein Sportwagen. Ich verstehe das, dass man eine breite Masse zufriedenstellen muss. Das heißt, da ist jetzt hier Rentner Klaus ist dabei, der sich so ein Ding kauft. Und dann ist da ein jüngerer Typ dabei, der dann vielleicht mal auf der Rennstrecke will oder vielleicht mal quer fährt. Du kannst ja nicht alles mit einem Auto oder mit jedem Auto alles abdecken. Es ist, das Auto im Serienzustand war für mich auf der Strecke unfahrbar. Was finde ich für einen reinrassigen Sportwagen oder für ein reinrassiges Coupé fast peinlich ist. So, das heißt, es ist sehr viel Kohle, Zeit und Hirnschmalz und Arbeit in dieses Auto geflossen, um an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin, wo ich wirklich sage, das Ding funktioniert auf der Rennstrecke so, wie es sein soll. Klar hat nicht jeder diesen Anspruch wie ich, verstehe ich voll und ganz, aber ich musste ja wirklich überall ran. Fahrwerk, Bremsen, Lagerung, Stabis und, und. Deswegen finde ich schade, dass man da wirklich so viel Kohle reinstecken muss, aber ich vermute fast, dass es bei nahezu jedem Auto so ist in der Preisklasse. Wir wollen das Ganze jetzt mal natürlich ein bisschen entschärfen. Das klingt sehr hart, trifft allerdings meiner Meinung nach auf die meisten Autos zu. Es gibt selten Autos, die ab Werk wirklich richtig geil funktionieren. Grundsätzlich ist das natürlich ein schönes Auto. Und ich muss dazu sagen, eigentlich ist das ein 1A-Auto für die Rennstrecke, weil der Motor, der trotzt jetzt nicht vor Leistung, aber die Gewichtsverteilung ist sehr gut, der Schwerpunkt ist sehr tief und die Verschleißteile bzw. allgemein die Ersatzteile von dem Auto sind gar nicht so teuer, da die Karre hier auf den E46 basiert und sehr viele Teile passen. Dazu, wenn man das Ding irgendwo einplankt, mal weiter, wenn man das Ding irgendwo einplankt, dann kriegt man relativ gut Teile, auch wenn das ein seltenes Auto ist, das Coupé, aber die meisten Teile, wie die Kotflügel vorne, hinten etc., Stoßstange vorne, hinten, die passen alle von dem Cabrio. Und das Ding gibt es ja zuhauf. Alles in allem, muss ich sagen, ist das für mich eins der schönsten Autos. Allein von der Optik her gibt es selten ein Auto, was mich so begeistert. Klar, gibt es super geile Karossen, gar keine Frage, aber in der Preisklasse. Dazu muss man sagen, es ist das letzte reinrassige Coupé, das BMW gebaut hat. Ich weiß nicht, was in Zukunft noch kommt. Ich glaube aber nichts, denn die haben die ganze Sache ja Toyota zugeschoben. Und Toyota baut jetzt das Coupé für BMW oder umgekehrt, oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, so
Ein Teil in dem Format wird es vermutlich nie wieder geben. Daher, ich denke, das begründet auch so ein bisschen meine Liebe zu diesem Fahrzeug. Ja. Ich glaube, wir werden jetzt diesen romantischen Moment noch ein wenig zusammen genießen. Dafür mache ich mal so ein bisschen die Kamera aus, ne?